Einen schönen guten Morgen allerseits. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz, bei der wir unsere drei Kandidaten für die drei Senatswahlkreise in Südtirol vorstellen. Zu einen die beiden Damen Uli Meier und Sabine Zoderer sowie Otto Malknecht, die in den drei Senatswahlkreisen antreten werden. Uns Freiheitliche geht es in erster Linie darum, den Südtirolerinnen und Südtirolern ein Angebot zu machen, und zwar ein ganz klares Angebot, denn wenn ich mir die Aussagen in den letzten Wochen angeschaut habe von den anderen Mitbewerbern und von anderen Parteien, dann werden die Freiheitlichen die einzige Partei sein, die ganz klar für einen offenen und ergebnisoffenen Autonomieausbau einstehen, wo wir sagen, es gibt keine Grenze nach oben, was unseren Autonomieausbau und was die Eigenständigkeit Südtirols anbelangt. Wir erleben es in den letzten Jahren, dass dieser Autonomieausbau in den Hinterzimmern stattgefunden hat. Wer kann sich erinnern, dass wir diesen offenen Prozess hatten des Autonomiekonventes, wo ja alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen waren, wo man gesagt hat, man möchte mit allen drei Volksgruppen im Lande definieren, wie dieser Autonomieausbau vonstatten gehen soll. Und das ist dann stecken geblieben. Das ist vollkommen stecken geblieben. Diese Papiere sind in den Schubladen der Landesregierung gelandet. Und in der Öffentlichkeit wurde nicht mehr darüber diskutiert und man ist verfallen in den Autonomieausbau, wie wir nennen, das ist ein typisch südtirolerisches Phänomen, dass wir nicht offen sagen, wo wollen wir unser Land hingestalten und weiterentwickeln, sondern es wird eben in den Sechserkommissionen und im Zusammenhang mit der Landesregierung abgetastet, welche Kompetenzen man irgendwo bekommen kann. Das ist natürlich eine probate Form des politischen, ich sag's einmal, eines politischen Ausbaus, wo man sagt, wo findet man, wo ist man mal das Zünglein an der Waage, wo kann man einen unter Anführungszeichen politischen Deal einfahren, um eine Kompetenz zu bekommen, aber das ist weit entfernt von einer offenen Auseinandersetzung und von einem gemeinsamen Projekt Südtirol, wo wir Freiheitliche sagen, das müssen wir offen, gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern angehen, dass wir diese Autonomie wegbringen von eben dieser Hinterzimmerpolitik hinaus ins Licht stellen und wo wir uns alle damit auseinandersetzen und gemeinsam daran arbeiten. Das zeichnet sich natürlich auch darin aus, dass wir, wenn wir an diesen Tag der Autonomie, an diesen Südtiroler Feiertag, den die Südtiroler Landesregierung ja am 5. September mit doch reichlich Geld und Pomp versucht zu inszenieren, dass der nach wie vor nicht wirklich gefühlt wird von der Bevölkerung. Es werden zwar die politischen Amtsträger müssen halt auf dem Maniago-Platz aufmarschieren und man, oder im Kurhaus und man sitzt dort dann gemeinsam, aber es wird von der Bevölkerung noch nicht gefühlt und das ist sehr schade, das bedauern wir, aber das liegt halt eben auch darin, dass wir diesen Autonomieausbau nicht gemeinsam angehen. Und auch wenn wir mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen, hat man immer wieder gemerkt, dass die wenigsten eigentlich wissen, welche Kompetenzen wir konkret haben, in welchen Bereichen und in welchen Bereichen der Staat uns in den letzten Jahren noch einmal Prügel in den Weg gelegt hat. Und wenn wir die jüngsten Studien und Erhebungen und Bewertungen zur Autonomie lesen, dann wissen wir ja auch, dass wir in einigen Bereichen hinter der Autonomie bzw. hinter den Kompetenzen liegen, die wir 1992 zum Zeitpunkt der Streitbeilegung gehabt haben. Und warum ist das passiert? Das ist auch ganz einfach, weil es immer wieder über europäische Richtlinien und europäische Normen, die gemacht werden oder auch weil neue Gesetze entstehen, die man zum damaligen Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht hatte, die dann querschneiden und unsere ursprünglichen Kompetenzen beschneiden. Ein Verfassungsgerichtshof, der dann immer wieder auch die Zuständigkeit sozusagen dem Land abspricht. Wir wissen es beim Raumordnungsgesetz, wo sich die Landesregierung kaum noch traut, etwas Konkretes ins Gesetz zu schreiben, sondern nur noch Durchführungsbestimmungen erlässt, um ja nicht am Gesetz etwas zu ändern, weil es uns der Verfassungsgerichtshof dann zum Beispiel um die Ohren haut. All das ist Ausdruck
eines doch eher verhaltenen Autonomieausbaus und nicht eines offenen, direkten Autonomieausbaus, den wir gemeinsam fordern. Deswegen steht auch als Titel über unseren Wahlkampf bzw. für die nächsten Wochen und als Motto für die Freiheitlichen am 25. September mehr Südtirol wagen. Mehr Südtirol wagen, weil wir einfach der Meinung sind, dieser verhaltene Autonomieausbau und diese Hinterzimmerpolitik muss vorbei sein. Wir müssen hier wirklich offen agieren, mit offenem Visier auch sagen, was wir möchten und was für Zukunftsmodelle wir uns hier auch vorstellen können. Dieser Autonomieausbau reicht vom Kleinen, ob das das Ehrenamt ist, wo wir mit der Reform des dritten Sektors, der ja völlig verschlafen worden ist von Südtiroler Seite, wo auf einmal unsere kleinen Vereine, ob das die Alpenvereinsgruppen sind, ob es die Kulturvereine, sich auf einmal mit einer bürokratischen Phalanx und mit einem Zentralismus, mit einem römischen auseinandersetzen müssen, ob das vom Ehrenamt beginnt oder auch hin zu einer Finanzpolitik und einer Steuerpolitik, die wir auf Südtirol zuschneiden müssen. Denn wenn wir vergleichen, und das wird ja immer wieder gerne gemacht, wenn die Löhne, die Einkommen verglichen werden innerhalb der italienischen Regionen, da schneidet Südtirol ja immer recht gut ab mit den Durchschnittseinkommen und so weiter. Aber das passt halt eben nicht zusammen mit den Lebenshaltungskosten, die wir hier haben. Denn ein relativ hohes Einkommen hilft mir herzlich wenig, wenn wir zu den teuersten Plätzen und zu den teuersten Lebensräumen Italiens gehören. Und diesen Ausgleich müssen wir wieder schaffen. Es gibt natürlich auch Themen, um die sich die Politik immer wieder herumdrückt. Ein solches Thema, und das ist so ein Reizthema, das ist der Wolf, das sind die Großraubtiere, das ist das Großraubwild. Warum denn? Weil man hier erkennt, dass verschiedene Parteien sich nicht festlegen möchten, weil sie einfach den Zuspruch aus dem städtischen Bereich und aus dem städtischen Milieu Angst haben, diesen Zuspruch zu verlieren, auf der anderen Seite sich nicht festlegen und den ländlichen irgendwie näher treten wollen. Wir haben hier immer eine klare Position vertreten, wo wir sagen, der Wolf und auch der Bär in Europa ist schützenswert, aber natürlich in jenen Gegenden, wo dieser Schutz Sinn macht und möglich ist. Das heißt nicht, dass man automatisch gegen Wildtiere und gegen Großraubwild ist, sondern einfach dort, wo es hingehört. Und wir müssen sagen, in Südtirol als Tourismusland, mit seiner klein strukturierten Landwirtschaft, das bis nach oben besiedelt ist und mit Wanderwegen durchzogen ist, ist der Lebensraum und dieses Zusammenleben eben nicht so gegeben, wie es vielleicht in anderen Gegenden möglich sein darf. Und auch hier brauchen wir die Kompetenzen und müssen uns auf staatlicher Ebene auch dafür einsetzen, so wie es in anderen Ländern in Europa ja durchaus möglich ist und auch praktiziert wird. Denken wir nur an Schweden, wo in Nordschweden ja auch überhaupt kein Problem ist und hingegen in Südschweden der Wolf toleriert wird. Also so eine Vorstellung brauchen wir auch im Alpenraum, nicht nur für Südtirol, sondern auch mit den angrenzenden Gebieten gemeinsam. Aber auch das eine klare Position, die wir hier vertreten. Zum Schluss, und danach möchte ich das Wort weitergeben für die anderen Punkte, die wir hier auch drinnen haben. Ein Punkt, der mir persönlich und uns als Freiheitlicher Partei einfach auch wichtig ist, und das ist etwas Grundsätzliches. Als Südtiroler, egal ob das die Landesregierung ist, egal ob das die morgigen und künftigen Vertreter im Parlament sein werden, wir haben die Interessen Südtirols zu vertreten. Egal wer in Rom regiert, ob das nun eine Mitte-Links-, eine Mitte-Rechts-Regierung morgen sein wird. Wir werden mit allen sprechen müssen und es ist unsere zentrale Aufgabe, die Interessen Südtirols so gut wie möglich zu vertreten und mit allen Kontakte zu knüpfen und mit allen uns auszutauschen. Also diesen Luxus uns zu leisten, als Minderheit, als Vertreter einer Minderheit und wir sind ein paar hunderttausend Einwohner eines über 60 Millionen zählenden Staates, dass wir hier uns den Luxus leisten, auch noch ideologische Politik im großen Stil zu machen. Ich glaube, das ist der falsche Weg und wir tun uns nichts Gutes, wenn wir uns hier dem einen oder dem anderen Lager ganz klar zurechnen zu lassen, sondern wir müssen immer sagen, Südtirol
zählt für uns und da haben wir keine Berührungsängste, wenn es darum geht, Südtirol weiterzubringen und auch unsere derzeitige Autonomie zu verteidigen. Es wäre natürlich auch wichtig, aber das ist Zukunftsmusik, dass wir vielleicht morgen oder übermorgen auch einmal fernab von den, vom klassischen Parteidenken Kandidaten ins Rennen schicken, wo man sagt, man einigt sich auf die Programme und auf die Ziele, auf den klaren, konsequenten Autonomie- und Eigenständigkeitsausbau zum Beispiel. Diese Gespräche haben heuer zum Beispiel stattgefunden, auch mit der Südtiroler Volkspartei, haben dann aber sind auf keinen fruchtbaren Boden gefallen, weil einfach die Zeit dafür noch reif ist. Aber ich bin mir sicher, dass das früher oder später auch in diese Richtung kommen werden muss, wenn es wirklich um Südtirol geht und nicht um klassische Parteipolitik oder irgendwelche Besetzung von Posten. Ich darf weitergeben an die einzelnen Kandidaten. Beginnen wir mit Uli Meier. Bitte schön. Ja, danke Andreas. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Uli Meier, derzeit 47 Jahre, bis zu den Wahlen 48. Man kennt mich in der Zwischenzeit aus dem Landtag. Ich kandidiere mit Freude für die Freiheitlichen und auch für den Senatswahlkreis Brixen-Bruneck. Ich sehe in meiner Kandidatur in erster Linie eine Verpflichtung. Mir liegt Südtirol am Herzen, mir liegen die Menschen aller drei Sprachgruppen Südtirols am Herzen, gerade wenn es darum geht, auch die Zukunft dieses Landes zu gestalten. Und deswegen sehe ich es als eine Verpflichtung, den Wählerinnen und Wählern gegenüber uns zu präsentieren, aber natürlich auch den Unterstützern, den Mitgliedern, die wir haben, den Funktionären und insgesamt allgemein der Bevölkerung gegenüber. Ich glaube, dass eine Wahl immer auch eine Auswahl bedeuten muss, nicht nur eine Bestätigung des bisherigen, auch wenn man Hürden für kleinere Parteien in dieses Wahlgesetz hineingepackt hat, mit Unterschriften sammeln und so weiter, bin ich trotzdem froh, dass wir das geschafft haben, denn man hat den direkten Austausch mit der Bevölkerung. Und da hört man, wo der Schuh drückt, da hört man aus erster Hand die Befindlichkeiten. Und ich glaube auch, dass die Kandidatur, oder bin überzeugt davon, ein Beitrag ist, dass Menschen überhaupt zur Wahl hingehen. Denn das war bei der Unterschriftensammlung immer wieder zu hören, gerade von jungen Menschen, die wenig Interesse am politischen Geschehen haben. Vielleicht liegt es auch an den Sommermonaten, kann sein, auch das ist neu bei Parlamentswahlen, dass der Wahlkampf im Sommer stattfindet. Aber viele haben gesagt, sie möchten überhaupt nicht zur Wahl gehen, aber wenn wir dabei sind, dann werden sie zur Wahl hingehen. Und ich glaube, dass es für den demokratischen Prozess allgemein wichtig ist, dass man den Wählerinnen und Wählern eine Alternative anbietet, ein Angebot macht und eben sich dieser Wahl auch stellt. Und so nach dem Motto, ich glaube, man sollte niemals zu feig sein, etwas zu tun, was eine Veränderung herbeiführen könnte, denn es könnte ja auch die größte Chance des Lebens sein. So viel auch zu den Fragen, die bereits gestellt wurden, ob man sich überhaupt Chancen ausrechnet. Also wenn man gelassen in diese Wahl hineingeht, dann hat man schon gewonnen an Lebenserfahrung, ist man sicherlich reicher, aber wie gesagt, entscheiden wird der Wähler und nicht eine einzige Partei. Es wurde vom Obmann thematisch vieles schon angesprochen. Uns Freiheitlichen ist es wichtig, dass wir eine unabhängige und eine blockfreie Politik für die Menschen machen. Es geht uns in erster Linie um eine ganz klare Südtiroler Vertretung in Rom und nicht um römische Vertreter in Südtirol, wie wir es in der Vergangenheit immer wieder auch erlebt haben. Als künftige Senatoren wären wir mit Sicherheit nicht die typischen Systemanwälte, die hier in Südtirol als Senatoren reine Privatinteressen gegen das Land durchzudrücken versuchen, wie wir es in der Vergangenheit leider viel zu oft erlebt haben. Denn es geht um die Interessen des Landes und der Bürgerinnen und Bürger und nicht um Privatinteressen. Wenn es um Südtirol geht, auch hier hat der Obmann bereits klare Ansage gemacht. Wir erwarten uns von den morgigen Vertretern,
die in Rom im Parlament und im Senat Südtirol vertreten, dass sie außerhalb der Blöcke sind, dass sie mit allen den Dialog suchen, dass sie mit allen Gespräche suchen und effektiv reine Landesinteressen, reine Südtirol-Interessen versuchen voranzubringen. Und zu den Themen, zu den übrig gebliebenen Themen lasse ich die Kollegin Sabine und Kollegen Otto Malknecht noch etwas dazu sagen. Danke, Uli. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich heiße Sabine Zoderach, komme aus Porcins, bin 42 Jahre alt, sitze im Moment im Gemeinderat in Porcins. Ich kandidiere, weil wir unbedingt eine Alternative zur Volkspartei brauchen. Ich bin überzeugt, dass es in Rom, dass die Arbeit in Rom unsere Autonomie noch ausbaufähig ist, vor allem derzeit, wenn man auch sieht, die Energiekosten, die explodiert sind, die Leute draußen, wie Uli Meier schon sagte, gerade bei den Unterschriften sammeln, da konnte man so viele Eindrücke sammeln. Den Menschen geht es wirklich im Moment teilweise schon ums Überleben. Und gerade da, finde ich, ist die Politik, die wir im Moment betreiben, die betrieben wurde, auch in Rom, sehr, sehr schwach und gefordert. Einsetzen möchte ich mich natürlich auch für die Mütterrente. Ich bin selbst Mutter. Die Rentenjahre von uns Müttern müssen endlich anerkannt werden, auch die Pflegezeiten, die ganzen Jahre, die wir verbringen bei unseren Eltern zu Hause oder Schwiegereltern, wenn wir jemanden pflegen, sind höchst an der Zeit, dass die anerkannt werden. Ja, ich kandidiere für den Bezirk Burggrafenamt Finchgau. Finchgau natürlich ist ein großes, was wir an Problemen haben, ist mit Sicherheit die Mobilität, der Verkehr. Es steht alles still, wir stehen im Stau. Man hat ja auch mal schon früher angedacht, eine Zugverbindung in Richtung Nauders auszubauen. Solche Themen natürlich würde ich dann gerne in Rom vorantreiben. Danke. Danke, Sabine. Bitte. Ja, danke. Mein Wahlkreis ist Bozen, Unterland, Überetsch und der wurde in der Vergangenheit, wie Sie wissen, von der Südtiroler Volkspartei sehr stiefmütterlich behandelt. Im Kammerwahlkreis war etwa eine Frau Boski Vertreterin der Bozner und des Bezirks, die, glaube ich, nach der Wahl kein einziges Mal mehr hier war. Ich glaube, dass auch Bezirk Bozen, Unterland, Überetsch das Recht hat auf eine gute Vertretung im römischen Parlament. Und dafür möchte ich mich auch anbieten. Mein Hauptanliegen ist der Ausbau unserer autonomen Rechte. Ich bin Jurist mit Expertise in Autonomie, Verfassungs- und Europarecht und ich beobachte diesen Autonomieprozess jetzt schon seit sehr vielen Jahren. Und seit 10, 20 Jahren gibt es eigentlich nur mehr Rückschritt. Die SVP behauptet immer, es sei alles so wunderbar und wir hätten die weltbeste Autonomie, aber in Wirklichkeit dürfen wir nicht einmal einen Wolf einfangen. Oder in Bereichen, zum Beispiel, die derzeit an der Tagesordnung sind, also die Preisexplosionen bei Strom etwa, da fragen wir uns schon lange, warum geht man nicht endlich das Thema Energieautonomie an? Das könnte man in Bozen machen, das kann man auch in Rom machen natürlich. Warum wird so vieles liegen gelassen? Die SVP kümmert sich anscheinend nur um interne Streitereien. Dort ist das Wichtigste, wer von welchem Flügel ist. Hauptkompetenzkriterium ist, ob jemand aus dem Unterland oder aus dem Überetsch oder irgendwo herkommt aus dem Bezirk. Ich möchte gern, sollte ich in den Senat gewählt werden, natürlich das gesamte Land, ganz Südtirol vertreten und nicht einzelnen Lobbys und einzelnen Kleinbezirken dienen, sondern im Interesse des Landes für einen Ausbau der Autonomie kämpfen. Mehr Südtirol wagen, unser Slogan bei dieser Wahl bringt dieses Anliegen auf den Punkt. Wir müssen endlich da vom Fleck kommen, denn sonst sind wir am Ende des Tages nur mehr eine ganz gewöhnliche italienische Provinz, in der von Autonomie und autonomer Entscheidung zugunsten unserer Bürger und unserer Unternehmen nichts mehr übrig bleibt. Wir haben ein anspruchsvolles Programm ausgearbeitet mit 10 Punkten und wir haben ganz, ganz klare Vorstellungen, wie es sein könnte, wenn man Autonomie ernst nehmen würde. Und dafür stehen wir ein und dafür möchte ich mich engagieren. Die SVP hat
Bozen auch immer und ausschließlich mit den Linksparteien gebackelt und sich nur ausschließlich mit denen verbündet. Wir glauben, dass wenn ein Abgeordneter eine Vertreterin in Rom ist, dass das für alle politischen Spektren gilt, die gerade an der Regierung sind. Derzeit liegt damit der Rechtsblock in Führung bei den Umfragen. Und natürlich erwarte ich mir als Bürger Südtirols, dass unsere Parlamentarier mit jeder Regierung in irgendeiner Weise kooperieren und das Beste für das Land Südtirol herausholen. Da kann es nicht heißen, ja, jetzt sind unsere linken Freunde in Opposition, jetzt ist plötzlich Südtirol in Opposition. Das kann es nicht sein. Wir erwarten uns hier eine Ausgewogenheit und eine Unabhängigkeit der Parlamentarier, die das Beste fürs Land herausholen müssen. Dankeschön. Vielleicht abschließend und bevor die drei Kandidaten dann auch noch für Einzelinterviews zur Verfügung stehen, möchte ich schon noch einmal betonen, weil es vorher auch bei einigen Fragen im Vorfeld angeklungen ist, warum man denn in diesem Wahlkreis Bozen-Unterland überhaupt kandidieren würde. Und da wurde ja auch von Seiten anderer Parteien bereits gesagt, das wäre bitteschön. Eine Schwächung wäre es zum Beispiel oder was auch immer, da wurden verschiedene Adjektive und Bewertungen abgegeben und da müssen wir schon einmal auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Wir leben in einer Demokratie und Demokratie lebt davon, dass man das aktive und passive Wahlrecht hat. Und man muss einerseits, um Demokratie lebbar zu machen, auch das Angebot machen, denn sonst braucht man nirgends mehr kandidieren und es können sich die Politköpfe eigentlich ausmachen, wen wir ins Rennen schicken und wo man einfach nicht kandidiert und wo man schon kandidiert. Hätte die Südtiroler Volkspartei oder andere Parteien das große Bedürfnis gehabt, den Wahlkreis Bozen-Südtiroler Unterland für sich zu gewinnen, hätte sie einfach müssen den gemeinsamen unabhängigen Kandidaten finden, der von allen mitgetragen worden wäre, also wenn das im Vordergrund gestanden hätte. Deswegen lasse ich mir diesen Vorwurf einfach nicht gefallen, zu sagen, man wäre Südtiroler oder autonomiefeindlich, wenn man hier kandidieren würde. Also wo sind wir denn, dass eine Kandidatur, also der Wähler bevormundet wird und gesagt wird, lieber Wähler, pass auf, wen du wählst, denn sonst schwächst du Südtirol. Also das ist ja eine vollkommen irre Aussage, wenn man nicht im Vorfeld ja auch das Gespräch gesucht hätte und wir waren bereit zu sagen, wir können gern auch einen unabhängigen Kandidaten, der aber dann wirklich ein Unabhängiger und nicht Dieter Stecher oder sonst irgendwie heißt, dass man also einen passenden Kandidaten findet, den man unterstützt. Wenn es um Südtirol gegangen wäre, das geht es nicht und deshalb möchte ich wirklich, dass wir hier einfach auch das gesamte politische Spektrum wiederfinden und wir haben auch im Rahmen der Unterschriftensammlung von vielen, vielen Bürgern gehört, dass sie froh wären, ein Angebot zu haben. Es ist ganz klar, dass man als Oppositionspartei hier natürlich ganz andere Voraussetzungen hat als die Regierungsparteien, beziehungsweise eine Mischung zwischen das Wahlgesetz ist, tut ihr Übriges, aber auch natürlich die Zusammensetzung in den Volksgruppen im Wahlkreis, das ist schon klar. Trotzdem ist unsere Auffassung einfach jene, dass unabhängig, wer morgen gewählt wird, das gilt nicht nur für deutsch- oder ladinischsprachige Südtiroler, sondern auch für die italienischen Gewählten, auch an die habe ich den gleichen und stelle ich den gleichen Anspruch, was die Verteidigung und den Ausbau der Autonomie anbelangt. Also wer hier nur auf die Deutschen denkt, der hat die Autonomie und unser Modell und unsere Vorstellung von Südtirol einfach nicht verstanden. Ich nehme hier alle in die gleiche Verantwortung, wer auch immer hier den Südtirol vertreten wird, denn eines muss man sagen, es wird niemand morgen im Senat sitzen als Vertretung der Finchker oder der Bozner Italiener oder der Busterer, sondern man sitzt im Senat als Exponent und Vertreter dieses Landes. Und dieses Land ist nun mal so, wie es ist, mit seinen drei Volksgruppen, die wir hier haben und mit seinen Unterschieden. Und man hat hier einfach und auch mit seinem politischen Spektrum, das nicht nur Südtiroler Volkspartei heißt, und man hat eben alles in Rom gewissermaßen zu vertreten und einzustehen. Dankeschön.